Was bringt der neue Börsenmonat Juli und das zweite Halbjahr? Ja, schaut man auf die Statistiken, dann hat der Juli seit 1988 im Schnitt 1,6% plus gemacht. Wir schauen darauf mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Aber bevor wir vielleicht über die Märkte reden, in dieser Woche schon wieder eine Panne hier an der deutschen Börse. Das Handelssystem Xetra ist für Stunden ausgefallen. Wie kann sowas passieren? Ja, laut deutscher Börse hat man jetzt den Fehler gefunden. Der Fehler war wohl im April und auch jetzt der gleiche. Er lag wohl in einer zugekauften, fehlerbehafteten Software, um die deutsche Börse zu zitieren. Die Auswirkungen waren natürlich gravierend, weil es war ja nicht nur der Xetra-Handel in Frankfurt betroffen, sondern auch der Eurex-Handel und 7 weitere Börsen in Europa, darunter Wien, Budapest und Zagreb und Prag, um die nur einige zu nennen. Wie sehr beeinflusst das die Händler hier vor Ort? Kann man dann einfach nicht mehr handeln? Ja, der Xetra-Index oder die Xetra-Kurse sind ja oftmals auch Referenzkurse und die Systeme darauf abgerichtet. Viele große Orders laufen einfach in Xetra rein und dem Markt fehlt Liquidität. Und auf Ausweichbörsen kam es natürlich auch teilweise zu sehr starken Schwankungen. Und das hat auch die Marktteilnehmer teilweise auch sehr verärgert. Schauen wir mal auf die Märkte. Wir haben ja zum einen die Programme der Notenbanken gesehen, die Hilfspakete der EU und der Staaten. Müssen die Börsen jetzt langsam auf eigenen Beinen stehen? Nein, das brauchen sie nicht, weil diese Hilfsprogramme, die Sie eben aufgeführt haben, laufen ja noch für eine ganze Weile, mindestens bis Ende des Jahres. Und ich denke, das wird noch länger laufen. Die Märkte schwimmen in Liquiditäten. Das stützt natürlich auch im Moment die Märkte. Also seitens der Notenbanken ist hier wirklich und auch der Regierung ist hier wirklich für sehr gute Unterstützung gesorgt. Haben denn die Maßnahmen hier auch eine Wirkung, zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung? Hat das hier Auswirkungen an der Börse? Die Mehrwertsteuersenkung wirkt sich im normalen Leben so gut wie nicht aus. Dafür ist das Volumen einfach zu gering. Wir haben jetzt im DAX auch keine sonderlichen Auswirkungen gesehen. Es bleibt spannend, inwieweit sich vielleicht das auf die Einzelhandelsumsätze auswirken wird. Im Moment ist noch nichts zu spüren. Seit mittlerweile Wochen ist die Aktie von Wirecard in den Schlagzeilen, hat ja dramatisch verloren. Warum ist so ein Titel noch im DAX 30 gelistet? Das liegt an den Regeln des DAX. Man kann einen Wert nicht sofort rausnehmen. Es gibt andere Indizes oder andere Indexfamilien, wo das sofort möglich ist, wie bei der Stocks-Familie. Allerdings beim DAX bedarf es zumindest jetzt erst den nächsten Besprechungstermin, wo es um die Zusammensetzung geht, das ist im September. Seitens der Börse ist man aber auch bemüht, die Regeln zu ändern. Aber so ein Änderungsverfahren zieht sich sehr lange hin, weil verschiedene Vorschläge geprüft werden müssen, auch aus rechtlicher Sicht. Und deshalb wird es noch länger dauern, bis man hier andere Regeln hat. Zieht das den DAX auch mit runter, wenn man so eine schwache Aktie als Mitglied dabei hat? Nicht mehr sonderlich, weil beim DAX kann man eigentlich schon mit den 10 größten Werten den DAX nahezu nachbilden. Insofern ist das, was den DAX als Ganzes betrifft, von der Kursbewegung her zu vernachlässigen. Natürlich für den Ruf ist so ein Wert im DAX sehr schadend eigentlich. Der Sommer ist ja traditionell eher eine schwächere Zeit für die Börsen. Worauf sollten denn Anleger jetzt schauen? Ja, es gibt verschiedene Statistiken. Ich habe neulich einen Bericht in der Börsenzeitung gelesen, dass es statistisch gesehen eigentlich ein schlechter Monat ist im Juli. Von 32 Monaten waren 18 Monate schwächer. Das klingt im ersten Moment nicht viel laut diesem Bericht. Allerdings waren die Kurseinbrüche sehr stark, nicht selten um die 20%. Und ich glaube, im Moment ist sehr viel Positives im Index. Und man muss abwarten, wie sich jetzt die Corona-Entwicklung fortsetzen wird. Und deshalb bin ich eher ein bisschen auf der vorsichtigen Seite. Das heißt, für Anleger momentan auch eher vorsichtig sein?
Sie müssen sich zumindest auf eine sehr starke Volatilität noch gefasst machen. Das haben wir ja die ganze Zeit schon gesehen. Und ich glaube, dass dieser Trend wird sich fortsetzen. Wir haben allerdings auch schon sehr viel positive Nachrichten in den Märkten drin. Die Konjunkturdaten der letzten Wochen waren eigentlich sehr positiv. Und von daher könnte es sein, dass wenn die Corona-Entwicklung sich weiter fortsetzt wie in den USA, dass es eher zu einer negativen Überraschung kommen könnte. Sagt Arthur Brunner von der ICF Bank. Danke Ihnen für diese ganzen Einschätzungen und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.